Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und was haben wir hier? Ein Zickzack natürlich. Zickzack. Und der alte Mann, Wasser in diesen Weiten ist sauer. Aber manchmal sammle ich zusammen mit einem Zickzack den Müll am Ufer. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz also wieder zurück. Oh, ich hab gedacht, der gibt mir jetzt Überreste, weil Müll und so. Nochmal sehen. Ja, den kleinen Jungen hatten wir noch nicht. Hab ich einen Durst? Ich hätte Lust auf einen Sprudel im Strandhaus. Ja, Sprudel, effektiver wie jeglicher Trank. Das ist eins der Meisterwerke der Pokémon-Wissenschaften. Aber naja, auf dem Trank basierend haben sie einen super Trank, einen Top Trank gemacht. Also Götzli im Schuss. Oh, das klotzt richtig rein. Sandwirbel, super. Na dann mal sehen. Tackle dürfte ihm den Rest geben. Volltreffer auch noch. Dann ist das kein Problem mit dem Tackle des Tick-Tacks einfach wegzutackeln, Grummel. 56, ey, die Kinder sind arm. Also richtig arm. Aber ich sollte Bollwerk vielleicht auch mal wieder tauschen. Das Problem ist einfach. Na, okay. Ich lasse Airstrike mal nach vorne. Das kann sonst keine EP gewinnen. Ah, die Frau will nicht. Kleine Kinder sind flink und immer auf Achse. Man darf sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Das strengt an. Aber meine Kinder sind bei meinen Pokémon. Da sind sie gut aufgehoben, obwohl. Uff, kämpfen gegen mich. Du solltest halt nicht so viel rumrennen. Aber die sind muskulös. Also richtig, richtige Monster. Und der hat auch einen Wingull. Das ist eigentlich schlecht, weil ich habe Bodenkäfer gegen Flugwasser. Nicht unbedingt die beste Wahl, aber versuchen wir es einfach mal. Ja gut, ich hätte es wissen müssen, dass ich hätte nicht gedacht, dass der Aquaknarre kann. Vogel kann sowieso nicht in der nächsten Arena ausrichten. Da gucken wir, dass wir hier noch ein bisschen hoch trainieren. Da, ja. So, ein Volltreffer, oh je, und das Ding hat Superschall. Das ist schon schlecht. Naja, wenigstens haben wir es besiegt. Ich bin immer so übermütig, wenn es darum geht, weiterkämpfen. Wenn es darum geht, Pokémon zu trainieren. Ich bin da gerade noch ein. Ich muss mich da mal wieder ein bisschen reinhängen. Da treppen. Mal sehen, ob ich bei der nächsten Aufnahme vielleicht. Ein bisschen besser das hinkriege, aber. Na, selbst auf meinem DS sieht so aus. Naja, das ist halt ein bisschen kleiner alles, deswegen. Fällt es nicht so stark auf. Aber wenigstens ist Trastla nicht so anfällig gegenüber dem Macholo. Karate-Schlag bringt ja nix. So, ich habe Morty besiegt. Wirk bäh. Er übergibt sich jetzt. Du musst wissen, dass ich sonst viel stärker bin. Im Moment bin ich nur seekrank. Eigentlich bin ich Matrose, aber. Seekranke Matrosen, das ist. Oh, das ist immer wieder sehr schlecht. AP Plus. Super. So, was. Das waren Wingulls. Den haben wir schon, oder hier? Komm, ja, den haben wir schon.
Die haben wir schon, die Kinder, die wollten nicht kämpfen. Das Mädel haben wir erst letztes Mal besiegt. Gut. Dann kommen wir nach Graffitport City. Yay. Das Licht dieses Leuchtturms steht, mal, sieht man selbst aus 10 Kilometer Entfernung. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es wohl durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist? Tja, denn zum Leuchtturm kommt man gar nicht mehr. Kann man da früher hin? Gab es da nicht sogar irgendwie eine Aufgabe? So, was haben wir hier? Markt von Graffitport City. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Dann gehen wir mal hin. Kennst du die TM-Attacke Geheimpower? Nee. In unserer Gruppe ist sie extrem beliebt. Eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du ihm irgendwo begegnest. Komm danach unbedingt nochmal hierher. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir insgeheim tolle Sachen verkaufen. Also Schwarzmarkt. Ich habe einen Schwarzmarkt entdeckt. Polizei, Polizei! Schwarzmarkt, wo ist die Polizei? Schwester, oh, da glitzert was. Ich habe einen Simsalanit gefunden. Cool. Okay. Hallöchen, bei mir kannst du bald herzallerliebste Puppen kaufen. Aber cool, wir haben einen Megastein gefunden. Cool. Auf das habe ich bisher gar nicht geachtet, aber mit dem großen Bildschirm. Hier ist etwas wohlig in dem Rauch. Also hier, dieser Markt, das ist doch voll der Drogendealer-Laden. Ich meine, hier gibt's Rauch, Rauch. Da drüben gibt's Sachen, die man nur kriegt, wenn man irgendwas gehabt hat und jetzt komm, sprich's an. Immer wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe viel zu viel ein. Gib mir was ab. Nanu, dein Morabel, du musst dich noch mehr anstrengen. Danach gebe ich deinem Pokémon auch ein schönes Geschenk. Ah. Ich bin der Statuswerte-Guru. Meine Waren kurbeln das Wachstum deiner Pokémon an. Protein, Eisen, Carbon. So kann man also auch ohne Supertraining die EVs verteilen. Das ist der Pokémon-Supermarkt. Willkommen bei meinem TM-Stand. Käfersturz, Vertrauenssache. Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis. Kritisation, ne. Anwender leistet Widerstand und greift an. Donnerwelle wäre was, was man vielleicht mal brauchen kann. Aber für den Rest sehe ich jetzt gerade nichts unbedingt. Na, mal sehen, ob ich vielleicht irgendwann mal noch eins kaufe. Aber Donnerwelle bringt auf jeden Fall was. In Hyhn ist man zu Recht stolz auf die Fülle von natürlichen Schätzen, die ihm das Meer bietet. Besonders das Seegras hier ist in der Gegend. Sie sieht unglaublich frisch aus und lebendig. Man könnte meinen, dass es sich gleich aufrichtet und angreift. Okay, das klingt nicht wirklich gesund, das klingt eher tödlich. Hier kann man während des Einkaufs die salzige Meerbrise genießen. Genießen. Ach, ist Graffitport City nicht ein toller Ort? Ah. Die Höhenranger. Kämpfer für friedliches Miteinander und Helden der Höhenregion. Eine dieser Actionfiguren zur Serie Höhenranger stellt den prahlerischen, aber mutigen Helden Wurzelheim Crimson dar. Das Preisschild der Figur ist vergilbt und unlesbar. Wie viel sie wohl kostet? Das will ich mitunter gar nicht wissen. Pokémon Ranger. Die verarschen eigentlich ihr eigenes Spiel damit, doch, oder? Erhältst du ein Pokémon per Tausch, kannst du dir seinen Spitznamen nicht ändern. Dieser Spitzname ist schließlich ein Ausdruck der Liebe seines ursprünglichen Trainers. Aha. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Was haben wir hier? Jetzt. Brickwerft. Gesucht erfahrene Seefahrer, die selbst bei hohem Seegang einen kühlen Kopf bewahren.
Na, da gehe ich jetzt erstmal nicht rein, weil da müssen wir ja das Paket wahrscheinlich abgeben. Gehen wir erstmal in fremde Häuser und die haben keinen Mülleimer. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist im Vergleich zu anderen Pokémon höher. Ich frage mich, ob je nach Wesen eines Pokémons unterschiedliche Statuswerte schneller steigen. Um an einem Wettbewerb teilzunehmen, braucht man eine Wettbewerbskarte. Ich habe meine von Xenia höchstpersönlich bekommen. Den berühmten Wettbewerbsstar. Dann werden wir das wohl auch. So, da ist der Markt, den wir jetzt umlaufen. Ja, da sind Team Aquarüpel. Gehen wir erstmal shoppen. Shoppen. Was enorme Menge praktischer. Ja, was sagst du? Interessante, aber manche Items wirst du nur im Pokémon-Supermarkt finden. Oh, ein Pokémon-Fan. Ein Superball eignet sich besser zum Fangen. Ah, okay. Willkommen im Pokémon-Supermarkt. X-Tempo. Ach, das ist der schlechte Verkäufer. So, das ist der gute Verkäufer. Mal sehen, ich habe 11 Pokébälle. Ich könnte mir noch paar Superbälle leisten. Tränke brauche ich eigentlich kein. Leber habe ich. Ich sollte mal ins Pokémon Center gehen. Das könnte mir dienlich sein. So. Puh, ich bin fix und fertig. Ich bin zu Fuß von Malvinfor City hergekommen. Diese Stadt hier ist vielleicht groß, riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Gravelport City, der Hafen, an dem sich Menschen und Pokémon der Natur geben. Du tauschst doch bestimmt auch manchmal Pokémon. Wenn ich per Tausch ein Pokémon bekomme, das ein Item trägt, bin ich am Ende immer doppelt so glücklich. Ich habe einen Tipp für dich. Es ist richtig, wie viele verschiedene Arten von Pokémon zu trainieren. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht, du brauchst eine gute Mischung. Selbst das stärke Pokémon kann durch einen Typennachteil sofort zu Fall gebracht werden. Ja, deswegen habe ich ja gerade vier Pokémon, wovon ein bis zwei einen Typenvorteil gegenüber der nächsten Arena haben. So. Hoffentlich kommst du bald wieder. Das ist immer so eine schlimme Sache bei den Schwester Joyce. Ich meine, hoffentlich kommst du bald wieder im Krankenhaus zu sagen, ist eigentlich eine schlechte Sache. Da ist ein Pokémon-Fanclub. Wenn du Spitznamen deiner Pokémon ändern willst, solltest du den Namenswärter besuchen. Der dort gleich drüben wohnt. Dort drüben gleich wohnt, ja. Aber bisher habe ich keinen Bedarf, einen Namen zu ändern. So, was haben wir hier? Ein Marimari? Kennst du das Pokémon Koffi Koifwaff? Koifwaff? Es ist in der Höhenregion nur selten anzutreffen. Aber falls du eins haben solltest, kann ich es für dich frisieren. Einmal schneiden kostet 500. Nein. Steht denn. Ja, okay, ist aber interessant. Wow, du bist ja sehr eng mit deinem Linkada. Wow, du bist ja sehr eng mit deinem Linkada. Es heißt Airstrike. Ich habe eine Idee. Ich mache nämlich gerade eine Umfrage zum Thema Pokémon fürs Fernsehen. Würdest du eine Frage beantworten? Warum nicht? Beginnen wir. Bitte fass bei deiner Antwort kurz, ja? Du kümmerst dich wirklich liebevoll um deinen Kader. Wenn du es mit etwas vergleichen würdest, das du magst, was wäre das? Ach du Schande. Mal sehen, ob ihr das. So. Das wird bestimmt keiner mitkriegen, weil ich gerade nie online bin. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ah, verstehe. Ja, vielen Dank, dass du gestellt hast. Deine Antwort war sehr aufschlussreich. Vielleicht bist du ja bald im Video-Navi zu sehen. Also nicht verpassen. Einschalten, ja? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. So, gucken wir mal, was PPS so sagt.
So, zum ersten Mal machen wir jetzt PPS an. Das Player Search System, kurz PSS. Ja, über das kann ich nicht nur, sondern überall auf der Welt austauschen. Kämpfe und so weiter. Spieler, die online gehen, können immer und überall kämpfen. Ah ja, ich muss mich erst mit dem Internet verbinden. So. Mal sehen, wen ich da rauskriege. Vielleicht sehe ich sogar dich. Oder dich. Oder dich. Je nachdem, wenn ich euch in meinem Friendcode registriert habe. Zeit überbrücken bis zum Internetanschluss. Aber ich habe nichts dagegen, wenn mir Leute irgendwas schicken. Ich sollte es vielleicht öfters machen. Ja, ich möchte das Spiel speichern. So. Ich habe extra das Spiel abgedatet, damit ich alles habe. Ja, jetzt baut es da unten auf. Ich möchte aber trotzdem wieder weitermachen können. Also ich würde schon fast sagen, irgendwas stimmt nicht. Ah, Internetverbindung wurde hergestellt. So, und da tauschen gerade welche. Aber dann machen wir das mal klein und dann gehen wir... Oh, wir haben hier... Was heißt das? Hier sind die Möchtest du überprüfen, ob neue Nachrichten vorliegen? Ja. Anzahl der Begegnungen via Streetpass 30. Neue Nachrichten wurden empfangen. Ah, 30 Begegnungen, okay. Und wie sieht's hier aus? Ist das immer noch online? Ja. So, das ist interessant, interessant. Dann, was sagt der? Wenn ein Pokémon ständig im Kampf besiegt wird, wird es schnell entmutigt und fängt an, seinem Trainer zu misstrauen. Mit anderen Worten, es wird weniger zutraulich. Zutraulich Pokémon sehe ich immer gern. Pokémon haben ein Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du Pokémon Liebe und Achtung entgegen willst, zeige mir doch bitte ein Pokémon, das zutraulich geworden ist. Dein Pokémon bettet sich geradezu an. Für einen so liebevollen Trainer hat der Fanclub ein Geschenk. Sanftglocke. Ah, das ist auch gut. Gefühle, ihr Trainer. Achtung, ihr Gegenwind. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Damit bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen, Kleiner. Und in jedem Wettbewerb bin natürlich ich der Sieger. Aber wenn ich immer zu gewinne, schmälert das leider den Spaß der anderen. Deshalb gebe ich mich nun damit zufrieden, die Pokémon anderer Leute zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihr Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht eines Pokémon, wenn es gut behandelt wird, die fürsorgliche und liebevolle Art seines Trainers. Mein Herz geht über vor Freude, wenn ich daran denke. Oh ja, entschuldige, ich schwatze hier die ganze Zeit vor mich hin. Bitte erlaube mir einen Blick auf dein Pokémon zu werfen. Wie geht's mit dem Training voran? Aha. Das ist weder gut noch schlecht. Streng dich beim Training dieses Pokémon mehr an. Du bist schließlich sein Trainer. Ich schlage vor, du gibst ihm mehr Pokeriegel. Ich habe noch keinem einen Pokeriegel gegeben. Eneko. So, zumachen. Ach, immer diese... Ich komme mit dem Steuerkreuz nicht ganz zurecht. Was meinst du? Mögen es alle Pokémon, wenn man Items auf sie anwendet? Mein Pokémon hat sich zumindest sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Ah, die haben noch einen Zickzack. So, was sagt ein Pokénav? 19 mal gesehen. Oder 19, Suchlevel 19. Das ist schon recht viel. So, Namensbewerter. Naja, den brauche ich nicht anschwätzen. Ich weiß ja, was der will. Der sagt dann, oh, möchtest du dein Pokémon nicht umbenennen? Yay, darauf habe ich lange gewartet. Pokémon-Wettbewerb live. Ich werde mit Sicherheit teilnehmen. Aber vorher muss ich noch ein paar Pokémon fangen. Ja, Pokémon-Wettbewerb live. Meldet euch an und lasst es krachen, Pokémon-Trainer.
Hafen von Graffitport City. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut und ihren Dienst aufzunehmen, sobald sie fertiggestellt ist. Ja, das kann also noch dauern. So, dann werden wir uns wohl in der nächsten Folge der dem Wettbewerb zuwenden. Und natürlich der... Hat das hier eine Arena? Ich glaube nicht, dass... Ich habe zumindest nichts gesehen. So, Brickwerft, Namensbewerter. Ich meine, hier steht Faustohafen Arena. Nee, es scheint keinen zu geben. Die nächste ist dann hier erst. Gut, dann werden wir uns wohl nächstes Mal mit dem Wettbewerb beschäftigen. Hoffentlich kann Trassler da ein paar Punkte holen. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.